Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute einen Vortrag über Chillfood halten. Als erstes kommen wir zur Gliederung. Was ist Chillfood? Allgemeines. Dann Einteilung von Chillfood. Dann etwas zur mikrobiologischen Stabilität. Vor- und Nachteile. Die Marktbedeutung. Ein kleines Fazit. Und die Quellen. Als erstes. Was ist Chillfood? Chillfood sind frische Speisen aus dem Kühlregal. Supermärkte bieten eine große Auswahl an frischen und snackfertigen Mahlzeiten an. Mixsalate mit Dressing, belegte Baguettes oder kleingeschnittenes Obst. Die Kühltheke bietet hierzu eine große Palette frischer Speisen an. Von kleinem Milchreis mit Kirschen bis zum kompletten Hauptgericht. In immer mehr Supermärkten gibt es frische Speisen aus dem Kühlregal. Im Handel nennt diese breit gefächerte Warengruppe Chillfood oder Kühlkost. Die frischen Lebensmittel sind zu unterschiedlichem Grad verarbeitet. Gewaschen, geschält, gewürzt, zusammengestellt, vorgegart, verpackt und auf 0 bis 8 Grad heruntergekühlt. Das Besondere, Chillfood ist frisch, enthält keine Konservierungsstoffe und kann sofort oder nach kurzem Erwärmen verzehrt werden. Hierzu noch eine kleine grafische Darstellung von Produkten aus dem Chillfood-Sortiment, eingeteilt nach Haltbarkeit und Zubereitungsgrad. Als nächstes Allgemeines zu Chillfood. Chillfood hat schon seit Jahren in den USA, England und den Niederlanden einen festen Platz im Kühlregal. In Deutschland hat sich dieses Segment erst Ende der 90er Jahre entwickelt. Mittlerweile kaufen nahezu jeder Haushalt im Jahr mindestens ein Produkt aus dieser Warengruppe. Die Wiederkäuferrate liegt bei fast 99%. In Deutschland entwickelt sich dieser Markt immer mehr. Anfang 2011 eröffnete der erste Convenience-to-go-Supermarkt in Köln, spezialisiert auf verzehrfertige frische Lebensmittel. Zielgruppe solcher Supermärkte sind die Menschen, die Alternativen zu den klassischen Fastfood-Angeboten suchen. Die Kunden können sich ihre Speisen im Supermarkt schnell selbst zusammenstellen, erwärmen und mitnehmen. Chillfood entspricht den Bedürfnissen vieler Kunden, die Ansprüche an ihr Lebensmittel haben. Auch bei Fastfood soll es schmecken, frisch und gesund sein und möglichst wenig Zusatzstoffe enthalten. Kommen wir nun zu den Gründen für Chillfood. Unsere heutige Gesellschaft befindet sich in einem grundlegenden Wertewandel. Traditionelle Strukturen werden dabei in Frage gestellt, wie zum Beispiel Haus und eigener Herd. Junge Menschen, aber auch die moderne Familie, sind heute mit ihrem persönlichen Lebensziel zeitlich sehr verplant. Mit der Verschiebung von Werten und Interessen enthält auch das Thema Essen und Trinken einen neuen Stellenwert. Viele Verbraucher können oder wollen für die Zubereitung von Speisen nicht mehr so viel Zeit aufwenden wie früher. Gleichzeitig soll es aber den Bedürfnissen nach Qualität und Genuss entsprechen. Nun zu der Einteilung von Chillfood. Heute umfasst das Chillfood-Sortiment ca. 20 Warengruppen mit über 130 Artikelgruppen und dreimal so vielen Produktvarietäten und Alternativen. Hier eine Auflistung der bedeutendsten gekühlten Warengruppen. Zu den zählen frische Feinkostsalate, teilfertige Gerichte auf Fischbasis und Fleischbasis, Teigwaren, Kartoffelspezialitäten, Komplettmenüs, frische Teige und Molkeprodukte. Chillfood wird auch nach Zubereitungsgraden angeboten. Hier die vier Hauptgruppen: fertig zur Zubereitung, fertig zum Garen oder Kochen, fertig zum Erwärmen und fertig zum Verzehr. Nun ein paar Beispiele dazu. Fertig zur Zubereitung sind Lebensmittel, die der Verbraucher selbst zubereitet und verfeinert. Diese können aber schon gesäubert und geschnitten sein, wie zum Beispiel Mischsalate,
mariniertes und vorbereitetes Fleisch, ausgenommener und portionierter Fisch, Kloßteige, Blätterteige und Dressings. Fertig zum Garen oder Kochen sind Menüs oder Menükomponenten und Beilagen, die der Verbraucher noch kochen oder backen muss, wie zum Beispiel geschälte Kartoffeln, Gemüsebeilagen oder pfannfertige Fleischgerichte. Als nächstes fertig zum Erwärmen, das heißt vorgegarte Lebensmittel, die der Verbraucher nur noch erhitzen bzw. erwärmen muss. Dazu zählen frische Pasta, Fertiggerichte, Suppen und Eintöpfe, Rösti, gebackene Camembert, Currywurst und Nasssoßen. Als letztes fertig zum Verzehr. Das sind Speisen, die der Verbraucher sofort verzehren kann, wie zum Beispiel Frikadellen, herzhafte Sandwiches, Obstsalate, frisch gepresste Säfte und Feinkostsalate. Dazu ist noch zu sagen, in vergangenen Jahren ist der Anteil von Produkten, die direkt zum Kochen bzw. Garen verwendet werden können, auf über 30% gestiegen. Produkte, die nur noch erwärmt werden müssen bzw. zum Verzehr fertig sind, haben inzwischen ebenfalls einen Anteil von über 30% erreicht. Kommen wir nun zu der Einteilung nach Haltbarkeit. Chillfood ist 3 bis 35 Tage haltbar. Die Lagerdauer ist dabei aber abhängig von dem Lebensmittel, dem Verarbeitungsgrad, den Hygienebedingungen bei der Herstellung und der Lagerung sowie der Einhaltung der Kühlkette und der Verpackung. Mikrobiell leicht verderbliche Produkte wie zum Beispiel Hackfleisch tragen ein Verbrauchsdatum, auf dem steht Verbrauchen bis, das man unbedingt einhalten sollte. Denn nach kurzer Zeit können aufgrund der großen Oberfläche Keime auf den Lebensmittel sich stark vermehren. Wer solche Produkte isst, kann an einer Lebensmittelinfektion erkranken. Bei den vakuumverpackten Produkten, wie zum Beispiel frische Teigwaren, Soßen und Fertiggerichte, ist eine Haltbarkeit von bis zu 35 Tagen möglich. Kühlkost unter Schutzatmosphäre verpackt, wie zum Beispiel Obststücke, Fertigsalate oder Mousse Chocolat, halten sich 3 bis 6 Tage. Und die im Supermarkt produzierte Kühlkost, zu denen zählen frisch gepresste Fruchtsäfte, Salate und geschnittene Ananas oder Melone, halten nur 1 bis 3 Tage. Zum Punkt 4. Mikrobiologische Stabilität. Zur Herstellung von Chillfood werden unterschiedliche Verfahren eingesetzt. Hierzu zählt beispielsweise das Verfahren Cook and Chill, zu Deutsch Kochen und Kühlen. Die Speisen werden mit herkömmlichen Methoden gegart und unmittelbar nach der Zubereitung mittels Schnellkühlern auf unter 3 Grad Celsius abgekühlt. Um verderbniserregende Keime abzutöten, muss eine Kerntemperatur von 70 Grad erreicht werden. Und diese muss für mindestens 2 Minuten gehalten werden. Die Abkühlzeit bei der sogenannten Schockkühlung im Chiller beträgt ca. 90 Minuten. Da die Lebensmittel beim Erwärmen im Haushalt nachgaren, werden sie zuvor nur zu 90% gegart. Die Lagerdauer von Cook & Chill produzierten Speisen beträgt ca. 5 Tage bei einer Lagertemperatur von 3 bis 5 Grad. Aber durch Vakuumieren oder andere Konservierungsmethoden wie zum Beispiel eine Schutzgasverpackung oder Nachpasteurisieren kann die Haltbarkeit auf ca. 21 Tage verlängert werden. Ein weiteres Verfahren zur Haltbarmachung ist das Sous-Vide-Verfahren unter Druck. Die vorbereiteten Speisen werden im Beutel gefüllt und vakuumiert. Durch das Vakuum wird der Luftsauerstoff entzogen und das Bakterienwachstum reduziert. Das Produkt wird anschließend im Beutel gegart. Auch hier muss eine Kerntemperatur von 90 Grad für mindestens 2 Minuten erreicht werden. Danach erfolgt eine Schockkühlung im Chiller. Die rasch
Gekühlten Beutel werden im Kühlraum bei 3 bis 0 Grad gekühlt. Die Lagerdauer von Produkten, die nach dem Sous-Vide-Verfahren hergestellt wurden, ist produktabhängig und liegt ebenfalls zwischen 5 Tagen und 3 Wochen. Zur Sicherung der Qualität und Verlängerung der Haltbarkeit werden Chillfood-Produkte auch in sogenannten Schutzgasverpackungen angeboten. Ein Beispiel hierfür: die Variante atmosphärisches Schutzschild. Die Schutzgasatmosphäre besteht aus natürlichen, geruchslosen und geschmacksneutralen Bestandteilen der Luft. Kohlendioxid bei Wurstwaren und Stickstoff bei Kartoffelprodukten. Ihre wesentliche Aufgabe ist es, den Sauerstoff der Luft, der oftmals zum Verderb der Lebensmittel beiträgt, zu verdrängen. Schutzgase sind keine Zusatzstoffe im Sinne des Lebensmittelgesetzes. Sie sind lebensmittelrechtlich unbedenklich und deklarationsfrei. Jetzt zum fünften Punkt: Vor- und Nachteile. Die Vorteile von Chillfood ist der hohe Frischegrad, der geringe Arbeitsaufwand für den Verbraucher, Kombination aus Frische und unkomplizierter Zubereitung, eine hohe Qualität. Es sind ohne Konservierungs- und Aromastoffe, ein guter Geschmack, hohe Vielfalt der Auswahl, erweiterte Qualität von Fisch und eine korrekte Kühltemperatur kann die Haltbarkeit von Obst und Gemüse verlängern. Als Nachteil ist aufzuführen die begrenzte Haltbarkeit zwischen 3 Tagen und 4 Wochen, ein hoher Preis aufgrund hoher Anforderungen an die Logistik, eine sichere und konsequente Einhaltung der Kühlkette, Qualität der Verpackung, Hygiene bei der Herstellung und bei dem Transport, ein großer Aufwand für die Regalpflege und große Abschreibungen durch begrenzte Haltbarkeit, wenn Dinge weggeworfen werden müssen. Hinzu kommt die abnehmende Fähigkeit, um ein Essen mit mehreren Komponenten zu kochen und zuzubereiten für den Verbraucher. Kommen wir nun zum sechsten Punkt, der Marktbedeutung. In Zukunft wird die Nachfrage durch ein strukturiertes Angebot bestimmt werden, das sich aufteilt in die Gruppen Snacks, Fertiggerichte und Module zur Zubereitung einer Mahlzeit. Snacks stehen dabei für situative Konsum, den kleinen Hunger zwischendurch oder als Ersatz für eine Hauptmahlzeit und können sofort an jedem Ort konsumiert werden. Fertiggerichte bieten vollwertige Mahlzeiten unterschiedlicher Ausprägung und Konsistenz. Sie können warm oder kalt, entweder aus der Schale oder auf einem Teller angerichtet werden. Kompatible Lebensmittel, Bausteine, also Module, lassen sich zu einer selbst kreierten oder durch Rezept vorgegebene Mahlzeiten zusammenfügen, was man auch hier in der Grafik gut sehen kann, wie der Umsatz mit Chillfood im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland nach Warengruppen eingeteilt wurde 2015. In dieser Übersicht sind einmal die ersten Halbjahre von 2015 und 2016 miteinander verglichen, wobei wir sehen können, dass die Trockenfertiggerichte einen deutlichen Zuwachs hatten, dass Nasssuppen leider zurückgegangen sind, aber Tiefkühlpizza und Tiefkühlsnacks einen Anstieg hatten in dem ersten Halbjahr von 2015 und 2016. In dieser Grafik ist nochmal der Absatz im Chillfood-Segment nach Vertriebsformen innerhalb von einem Jahr, von März 2009 bis März 2010, zu beachten. Hier sieht man ganz klar, dass es schon eine sehr große Zahl ist, was an Chillfood-Produkten in den einzelnen Märkten verkauft wird. Hier in dieser Grafik sieht man noch einmal den Zuwachs von den Produkten, die fertig zum Kochen oder zum Garen, fertig zum Erwärmen und fertig zum Verzehr sind, in einem deutlichen Anstieg.
gegenüber 1996, 2001 und 2006. Kommen wir nun zum Fazit. Zum Fazit ist zu sagen, Chillfood ist eines der wachstumsstärksten Segmente in Deutschland im Lebensmittelhandel. Die Produkte bilden die Grundlage einer bequem, qualitätsorientierten und niveauvollen Küche. Sie bieten zum einen Frisches und Gesundes, zum anderen wird dem Kunden ein echter Mehrwert angeboten durch die mitgegebenen Dienstleistungen, die den Konsumenten im Haushalt entlasten. Weiterhin werden Chillfood-Produkte in kleinen Portionen angeboten und kommen damit der wachsenden Anzahl an Single-Haushalten sehr entgegen. Für den Handel stehen sie ein wichtiges Instrument zur Bindung der zahlungskräftigen Kunden dar. Denn Chillfood-Produkte werden vorrangig von Konsumenten mit überdurchschnittlicher Kaufkraft erworben, aufgrund ihres hohen Preises. Hier noch meine Quellen und zum Schluss die Bildquellen.